Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast bei der Familie Fuchs, bei der Adele und beim Franz, die hier in Klöch in der Steiermark schon sehr nah an der slowenischen Grenze Reis anbauen. Und die Firma heißt Steirer Reis bei Fuchs, also bei euch beiden. Und gleich einmal die erste Frage, wie kommt man auf die Idee, hier in der Steiermark Reis anzubauen? Das kommt nicht so von heute auf morgen, also diese Idee ist schon gewachsen. Nach der Suche etwas Neues, was anderes, so Nischenprodukte zu finden. Was habt ihr denn bis oder was baut ihr neben dem Reis noch an? Wir haben die üblichen Produkte, die in der Region sehr verbreitet sind. Kürbiskernöl, Käferbohnen, Knapperkerne, schon immer angebaut. Also ich bin ja 2004 zu diesem Betrieb dazugekommen. Also habe ich geheiratet, meinen Gatten, und habe die Direktvermarktung übernommen und haben wir diese Produkte angefangen zum Vermarkten, also ja, weiter zu vermarkten. Und ich habe das dann erweitert mit die Marmeladen, alles, was wir da auf dem Hof, Feld, alles geerntet haben, also zu sehr, verarbeiten. Also sehr divers eigentlich, oder? Ihr habt schon viele unterschiedliche Dinge. Sehr unterschiedlich. Dann sind der Buchweizen ist dazugekommen, das Heidenmehl dazugekommen, der Mais, der Polenta und schlussendlich sind wir noch immer nicht zufrieden. War es immer nicht genug? Also die Ideen waren noch nicht fertig gereift auf dieses spezielle Produkt. Was kann man da machen? Was wächst da in unserer Region? Wo sind wir die Ersten? Mhm. Wann habt ihr da angefangen mit dem Reis? 2004 schon? Wir haben 2010 ist die Idee sozusagen geboren. Beim Händelessen da in der Region, so einem steirischen Bachhändel, hat es natürlich keinen steirischen Reis dazu gegeben, ja, weil dann haben wir natürlich aus Jux sozusagen dazu bestellt. Und die Antwort von Kölner war natürlich, sowas gibt's nicht. Ja. Ich kann euch einen Reis servieren, aber keinen steirischen. Und das hat uns natürlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wir wollen doch sehr regional, also wir leben sehr regional und wollen auch sehr regional essen. Mhm. Und dann haben wir halt recherchiert, beziehungsweise mein Gatte hat recherchiert im Internet, was braucht der Reisanbau? Was braucht die Kultur? Wie wird's kultiviert? Wo wird's kultiviert? Und hat halt Wetterdaten verglichen mit den Reisanbaugebieten, mit den Reisanbaugebieten von Italien. Also von der Bo-Ebene ist ein sehr großes Reisanbaugebiet. Schweiz haben wir gesehen, ist ein sehr großes Reisanbaugebiet. Wie auch vorher noch nicht, aber durch die ganzen Recherchen sind wir dann drauf gestoßen. Und seid ihr dann da hingefahren, die Betriebe anschauen? Natürlich, das waren unsere schönsten Familienausflüge mit unseren Kindern auch. Sind wir runtergefahren, also zuerst sind wir mal alleine gefahren, weil Schweiz ist doch ein Stück zum Fahren und wir haben da Kontakte geknüpft und sind zu einem Betrieb auch gekommen, der was Reis anbaut und hat uns durch dieses Reisjahr ein bisschen geführt, hat uns einiges erklärt, die Maschine dazu gezeigt und haben eigentlich viel gelernt. Darf ich da gleich mal fragen, weil wir haben beim Herfahren auch geredet. Für uns auch eins, wenn wir an Reisanbau denken, denkt man immer an große Wasserflächen, wie in Asien irgendwie. Aber das ist ja bei euch eine andere Art von Reisanbau. Es ist ein Trockenanbau, oder? Genau, er wird trocken angebaut und das haben wir auch in der Schweiz gesehen, dass das möglich ist, weil sie bauen ihn auch trocken an und tun ihn dann nur in der Vegetation bewässern. Entweder kommt von oben der Regen, der natürliche Regen, sonst müssen wir halt einen künstlichen Regen machen, bewässern sozusagen. Er steht aber nie unter Wasser. So wie in Italien steht er nicht unter Wasser. Nein, er steht nie unter Wasser, wir fluten ihn nie. Das wäre hier auch möglich, oder würde das einen Sinn machen, oder macht das keinen Sinn? Wahrscheinlich. Das werden wir dann uns später mit dem Franz noch anschauen. Wahrscheinlich, wenn es abschüssig ist, kannst du das nicht machen.
Genau, wir haben die Flächen auch nicht dazu, also die, muss ja aus ebenen Flächen sein. Aber ockerbaulich darf ich noch an meinen Garten verweisen. Ja. Er macht die Produktion am Ocker und kennt sie da auch sehr gut. Wir gehen dann zu den Anbauflächen und dann wird uns der Franz das neu erklären, wie ihr das genau macht. Okay, aber das heißt, damals, ihr wart dann auf dem Betrieb zu Besuch. Und wann ist dann die endgültige oder wie ist die endgültige Entscheidung gefallen? Okay, wir probieren es auch mit Reis. Und wie viel macht der Reis in eurem gesamten Portfolio aus? Du hast ja vorher erzählt, was ihr alles anbaut und verarbeitet und verkauft. Ist das ein großer Teil mittlerweile? Also wächst das auch von der Bedeutung oder bleibt das eine Nische? Ist es ein Hobby oder ist das was, was wirtschaftlich sich auch rechnet? Nein, es ist eigentlich vom Hobby. Ersten 4 Jahre war es ein Hobby. Mhm. Ist es dann schon zum Beruf geworden oder sollte dann irgendwann wirtschaftlich werden? Ja. Mit wie viel Fläche habt ihr angefangen? Habt ihr einfach nur im Garten mal sozusagen verschiedene Sorten von Reis angebaut? Oder könnt ihr uns das vielleicht zeigen? Ja, wir haben da gleich neben unserer Betriebsstätte unsere Ackerflächen und haben die kleine Ackerfläche gleich hergenommen, weil wir in der Nähe gleich Bewässerungsteich haben. Also wir haben die Bewässerung schon ausgebaut, dadurch, dass wir Saatgutproduktionen machen, die was wir auch bewässern. Also ist das schon vorher gewachsen, Bewässerungsmöglichkeit. Also haben wir gleich diesen Acker gewählt, auch um das gut im Blick zu haben. Das schaut alles brandneu aus bei euch, riesige Halle. Diese Produktionshalle ist auch ganz neu, die ganze Reismanufaktur ist auch neu. Das haben wir voriges Jahr im September eröffnet. Also innerhalb von 6 Monaten haben wir dieses Betriebsgelände inklusive den Gebäudemaschinen aufgestellt und in Betrieb genommen. Das heißt, man sieht, ihr glaubt auch an den Reis. Ja. An den Wein. Deswegen glauben wir auch, ja, weil er sehr gut. Er hat auch dazu beigetragen, dass wir zum Reis gekommen sind, weil ohne etwas Flüssiges geht es halt auch nicht. Jetzt stehen wir da bei den Anbauflächen. Jetzt dürfen wir den Franz fragen, ob er uns ein bisschen erklärt, wie der Reisanbau funktioniert. Interessant finde ich auch, dass hier italienische Produkte offensichtlich, also für den Reisanbau, oder? Caffini, Technik aus Italien für den Reis. Ist das richtig? Nein, muss ich sagen, weil im Prinzip brauche ich ein Pflanzenschutzmittelgerät oder Ausbringungsgerät, wo ich Blattdünger und ausbringen kann, ist es eigentlich ein Zufall, dass es jetzt ein italienisches Gerät ist, weil das hängt natürlich vom Landmaschinenhändler her, welche dir am besten zusagt für die Größe, nicht? Und es gibt ja unterschiedliche Betriebsgrößen. Man kann zum Beispiel mit Mecklenburg-Vorpommern mit der Südoststeiermark nicht vergleichen. Oben sind Betriebe mit 3000 Hektar, die brauchen andere Geräte wie wir mit 20 Hektar Ackerland oder 50 Hektar Ackerland. Du Franz, jetzt sag einmal, wie stellen wir, leihen uns, da liegt Reis ein bisschen, wie stellen wir uns Reisanbau vor? Wie fängt man das an? Was braucht's? Wie schaut der Ackerbau dazu aus? Wie schaut das ganze Jahr in der Bewirtschaftung aus? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und zwar von Beginn an. Im Prinzip gibt es ja jetzt 3 Anbauverfahren. Es gibt im Prinzip den Nassreis und den Trockenreis. Mhm. Der Nassreis ist der Reis, den was wir von den Medien her kennen, was im asiatischen Raum, Myanmar und dort Vietnam überall angebaut wird, wo wir im Prinzip funktioniert das so, dort steht der Reis das ganze Jahr unter Wasser. Der Nassreis wird auch unter Wasser ausgesät, da gibt es ein Vorzuchtbecken und der Reis hat die Eigenschaft, dass er sehr stark bestockt. Das heißt, er kriegt auch am Reiskorn kriegt mehrere Seitentriebe und Halme. Das kann bis zu 20, 30 Pflanzen können aus einem Korn entstehen. Sozusagen. Du sprichst da so im Detail. Habt ihr euch das trotzdem auch angeschaut, auch wenn das nicht eure Anbaumethode ja, ist? Ja, sicher. Ja. Das hängt alles davon. Man muss ja zum Beispiel die Anbaumethode, die wir haben, die hast du nicht so einfach zum Sägen gehabt. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Also das ist der Nassreis. Und der steht das ganze Jahr unter Wasser und die Pflanzen werden vorgezogen und das, was wir für die Medien herkennen, wo die Leute im Wasser stehen und die Pflanzen setzen, das ist nichts anderes, wie jeder Seitentrieb wird extra ausgesät und bei idealen Bedingungen habe ich dort natürlich auch bis zu 2 Ernten, weil ich einfach Vorzuchtbecken habe, da wie ein Vegetationsvorsprung und nachher pflanze ich das um. Dann das, was in Europa hauptsächlich ist, ist der Trockenreis. Das ist im Prinzip der größte europäische Reisanbauland ist Italien. Italien hat ungefähr die Reisfläche, wo es Österreich Mais hat. Das sind ungefähr die 240. Und das ist alles in Oberitalien, oder? In Italien gibt es im Prinzip 3 Hauptanbaugebiete. Eins ist um
das größte ist um Mailand rundherum, den Po entlang. Und das zweite Gebiet ist eigentlich südlich von Verona bis Bologna. Dort gibt es sehr viele Ardeserbrunnen, beziehungsweise vom Gardasee kriegen sie das Wasser zum Fluten. Ah, ja. Und dann machen den Trockenreis. Und Trockenreis heißt einfach das, der wird trocken angesät, wie ein Getreide. Dann wird er geflutet. Dann wird das Wasser wieder mal abgelassen für Pflegemaßnahmen, dann wird wieder geflutet. Und also bei der Ernte, du brauchst auch bei der Trockenanbauart trotzdem sehr viel Wasser. Genau. Sei dort so. Und das, was wir machen, das ist rein, wir bezeichnen das als Trockenanbauverfahren, weil im Prinzip die Flächen nie unter Wasser stehen. Ich baue das an wie Getreide. Und einfach im Sommer, wenn es sehr trocken ist, muss ich einfach beregnen. Und der Grund ist einfach das, weil der Reis hat ein sehr flaches Wurzelsystem. Aha, aber du tust nie fluten quasi. Nein, okay. Vom Wasserbedarf her so, die Pflanze selber braucht im Prinzip ein bisschen mehr Wasser wie der Mais. Der Mais braucht in der Vegetation ungefähr 700 Liter Niederschlag. Das heißt Vegetation April bis Anfang April bis Ende Oktober. Ungefähr 700 Liter Niederschlag, dass er optimal wächst. Der Reis ist ungefähr bei 800. Der wesentliche Unterschied ist das, der Mais kann aus den tieferen Bodenschichten auch Feuchtigkeit entnehmen. Und der Reis, du spülst alles in den oberen 10, 15 cm ab. Und wenn es natürlich im Sommer bei 30, 35 Grad ist, innerhalb von 5, 6 Tagen die obersten 10 cm ausgetrocknet. Und dann müsst ihr dann bewässern. Genau. Du, und wir stehen jetzt hier, wir nehmen die Folge auf Mitte April. Wir haben eine lange Trockenperiode in Österreich hinter uns, auch da herunten. Wahrscheinlich jetzt hat es zum ersten Mal wieder geregnet. Ist das jetzt schon gefährlich für den Reis oder sagst du, na, es ist noch so früh, das kann man nur ausgleichen, wenn jetzt genug Niederschlag kommt? Nein, das im Prinzip, wir haben jetzt doch letzte Woche ein bisschen Niederschlag gehabt. Das war eher wichtig für die ganze Bodenbearbeitung, dass der Anbau gut funktioniert, dass es auch keimen kann. Ne? Sonst also vom es ist Wasserbedarf noch nicht gefährlich, her, dass er in Verzug kommt? Von den her nicht. Das Einzige, was ist, natürlich die Grundwasserspiegel sinken. Und das ist das Problem. Oder die Rückhaltebecken sind vielleicht nicht alle ganz voll, weil es einfach im Winter keinen Niederschlag gegeben hat. Das ist ein bisschen eine Thematik. Aber sonst, im Großen und Ganzen, hat das gut passt. Eins will ich noch sagen, wegen dem Wasserverbrauch. Der Nassreis, so wie es in Asien ist zum Beispiel, die brauchen circa, für einen Kilogramm Reis, brauchen die circa 15.000 Liter Wasser. In Italien zum Beispiel, wo sie den Trockenreis anbauen, was auch fluten tun, der brauchen ungefähr um die 8.000 Liter für einen Kilogramm Reis. Und mit unserer Methode, wir kommen ungefähr mit 3.000 Liter für einen Kilogramm aus. Extrem wasserintensiv. Trotzdem noch, aber ein Fünftel von der Nassanbaumethode quasi, oder? Von den, ja. Ja. Okay. Und du aber sag, jetzt reden wir eh schon über das Thema Klima und Trockenheiten. Das Klima verändert sich massiv. Glaubst du trotzdem dran, dass das was ist, was, weil ihr fangt ja Reis jetzt nicht an, wenn ihr sagt, in 5 Jahren ist wieder vorbei, weil es nicht mehr geht. Das heißt, du glaubst daran oder ihr seid überzeugt, dass das ein Getreide ist oder eine Anbauform ist, die Zukunft hat und da sozusagen wachsen wird? Glaubst du, das wird größer? Da wird es einmal in der Südoststeiermark viele Reisbauern geben? Ja, ein gewisses Potenzial ist auf jeden Fall da. Man muss ungefähr, kann man das so sagen, der Durchschnittsösterreicher konsumiert pro Jahr 5,5 Kilogramm Reis. Und wenn jetzt das umrechnet, du auf 8 Millionen Einwohner oder über 8 Millionen, was da sind, da bist du noch im Prinzip schon bei ich glaube, 44.000 Tonnen Reis, was da braucht wird. Und für so ein spezielles regionales Produkt und Hochpreisprodukt da hat man ungefähr ein Potenzial von 5%. Das ist ungefähr, es sind immer solche Faustzahlen. Also 5% vom Gesamtvolumen kannst du machen, das wären im Prinzip so um die 2.500 Tonnen Reis. Und wenn ich das noch umrechnen tue auf die Anbaufläche, dann komme ich im Prinzip auf die Potenzial von 2.000 Hektar hin. Und das ist noch gar nicht so wenig, wo es im Prinzip, so wie jetzt der Stand der Dinge ist, vermarktungsfähiger wäre. Also ich bin überzeugt, dass das eine Zukunft hat. Vom Klima her, wir wissen, es gibt Klimaerwärmungen und. Das war einer der größten Herausforderungen am Anfang, die Sortenwahl. Und das ist noch immer nicht ganz abgeschlossen. Das will ich immer noch probieren, weil zurzeit baue ich einfach die frühesten Sorten an, die in Europa erhältlich sind. Ob die jetzt von Italien kommen, man darf gar nicht unterschätzen, auch Ungarn hat eine so gute Firma, wo es Reis züchtet. Ungarn war ja mal im Prinzip gar nicht so ein kleines Reisproduktionsland. Die haben, glaube ich, 20.000, 25.000 Hektar gehabt. Und die haben jetzt noch um die 5 bis 10.000 Hektar Reis, was die anbauen, ganz in Ostungarn. Und von dort beziehe ich das auch gut. Und ich tue noch immer testen, weil es einfach, der Reis ist einfach eine wärmeliebende Pflanze. Das heißt, ich brauche eine gewisse Wärmesumme. Und was ja ganz wichtig ist, der Reis ist empfindlich, was Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht betrifft, speziell in der generativen Phase, das heißt in der Blüte.
Das heißt, zu hohe Schwankungen sind gefährlich? Genau, das ist ein Problem. Und darum, da haben wir natürlich mit den Fluten einen Vorteil, weil einfach durch die Verdunstungskälte kriege ich immer ein Mikroklima zusammen. Und das Wasser kühlt zwischen Tag und Nacht dann nicht ab, dann habe ich die großen Temperaturschwankungen nicht. Das ist halt der größte Vorteil, was man beim Fluten hat. Aber natürlich, das kann ich da nicht machen und darum habe ich mich für den Trockenanbau so entschieden. Was für Sorten wären, also ich frage es einmal ganz banal, sind das Rundkorn-Sorten oder sind das Risotto-Reis-Sorten? Wir haben im Sortiment, unsere Hauptsorten ist eigentlich ein Mittelkornreis, ist was man als also ein typischer italienischer Risotto-Reis ist. Man kann ihn natürlich als Beilagenreis ganz genau verwenden, aber er hat ein bisschen Konsistenz. Ich probiere immer ein bisschen auch was, so Langkorn-Typen. Das Problem ist eher, dass ich da die passende Sorte nicht so richtig gefunden habe, was von der Reifezahl her bei uns passt. Ne? Das heißt, ihr experimentiert noch ein bisschen herum? Ja, auch. Ich probiere jedes Jahr 4-5 Sorten immer aus, verschiedenste Sachen. Und wie haben die Nachbarn reagiert, wie ihr gesagt habt, okay, jetzt fangen wir mit dem Reis an und wie entwickelt sich das? So die Wahrnehmung in der Umgebung, das ist ja immer nicht unwichtig, denke ich mal. Wie reagieren die Leute darauf? Wo verkauft ihr den Reis? Kaufen die Nachbarn schon euren Reis? Die Adele hat vorher gesagt, die ersten Jahre waren sehr, sehr lehrreich, sagen wir so einmal. Man hat ein gewisses Durchhaltungsvermögen braucht, weil wenn man einen kleinen Fehler macht, ist natürlich das ganze Jahr gelaufen, ne? Ja. Was man in der Ackerbau macht. Natürlich, wie ich das erste Jahr probiert habe, 2011, auf ein paar tausend Quadratmeter, haben natürlich die Nachbarn geschaut, was da ist. Belächelt, was natürlich klar ist, weil zuerst lacht ja jeder und so verrückt. Und von meinen Eltern her, nicht? Mein Vater hat zu mir gesagt, man, bist du sicher, was du jetzt willst? Nicht? Das ist ja eine verrückte Idee, weil wenn das da ginge, hätte ich das noch mal auch schon gemacht. Nicht? Aber da habe ich halt einen Slogan, man kann ja was probiert, der mir jetzt noch in der Höhle wohnen und nicht in Häusern. Man hat ja viele andere Lebensmittel, die heute in Österreich quasi traditionell sind, auch irgendwann einmal zum ersten Mal angebaut. Genau. Es hat nicht alles immer gegeben in Österreich. Und natürlich probiert die ersten 3 Jahre, habe ich im Prinzip keine Ernte eingefahren. Das waren nur Lehrjahre. Und Warum nicht? Weil Fehler gemacht. Auf einmal vom Beregnungszeitpunkt her, vom Anbauzeitpunkt her, von der Vegetations. Aber das brauchst du wahrscheinlich auch, damit du das überhaupt kennenlernst, oder? Das Reis, damit du weißt, wie gehst du mit der Pflanze deine eigene Technik entwickelst, oder? Es ist ja sehr schwierig, weil ich habe nicht gerne gleich irgendwo zum Nachbarn hinschauen, wie er das macht, sondern ich habe fast bis zu 1000 Kilometer gefahren, dass ich überhaupt was. Oder alle Fehler selbst machen, was zu lernen. Gesehen habe und das habe ich müssen umwälzen, umwälzen auf unseren Anbauverfahren, ne? Wir haben zwar ein bisschen was gelernt, was in der Südostschweiz, in der Tessiner Gegend, gibt's schon einen Betrieb, der macht das, glaube ich, schon 20 Jahre lang. Oder noch länger. Der hat ungefähr um die 100 Hektar immer so anbaut. Und, tut halt ein bisschen wenigstens abschauen können und ein bisschen was wissen, obwohl auch das Klima ist, tut nicht ganz gleich wie bei uns, weil die Winde ein bisschen milder sind. Mhm. Aber im Prinzip, sonst ist es ähnlich wie da. Dort gibt es Weinbau, dort gibt es Obstbau. Ja. Das sind Genfersee? Nein. Maggiore? Genau. Dort in Ascona. Dort ist das Gebiet. Das ist ja ganz interessant, wenn du in die Ortschaft reinkommst. Du fährst für die Berg bei der Autobahn runter und auf einmal sind die Feigen warm von dir. Nicht? Also das ist gigantisch, wie man. Das ist doch ein ganz anderes Klima. Ja, aber ich habe die Wetterdaten dort verglichen. Ja. Da war bis, wie schon gesagt, im Winter ist nicht ganz so kalt dort, weil das ein Mikroklima dort drinnen ist. 20 Kilometer weiter weg kommst du minus 15 Grad im Winter. Aber das ist dort so ein Mikroklima, das ist der einzige Unterschied gewesen zu unserer Region. Wir haben da auch Wein, wir haben Obstbau, im Prinzip ähnlich. Gell? Okay. Dort habe ich viel gelernt und ja, die Nachbarn haben natürlich geschaut, die ersten Jahre haben wir gesehen, wie ich nichts geerntet habe und eine Reis niedergemacht habe. Der Nachbar hat es gesehen und nächsten Tag fragt er die alle, wie war die Reisernte? Nicht? Also man hat schon ein bisschen mehr ein Aushalten. Den Neid muss man sich erst erarbeiten, ne? Und die Häme. Ja, das hat noch eine lustige Sachen gegeben. Nicht? Der andere hat wieder gesagt, du, wenn du das erste Mal Reis ernten tust, zahlt er die Bockhändel, ne? Und wir haben 2015 haben wir das Bockhändel gegessen, ne? Ja, mit eurem Reis. Ja, genau. Das waren schon besondere Momente, weil die erste Ernte war Scheibtrum voll, ne? Und mit der Scheibe. Eine kostbare Ernte. Ja, genau. Und heute, wie viele Tonnen Reis werden geerntet jedes Jahr? So, zwischen, um die 150 Tonnen ist jetzt, also. Das ist ganz schön viel, oder? Und das ist ein Rohreis. Man muss immer sagen, dann wird er entspelzt und poliert. Dann hat man circa Ausbeute von knapp 40%.
Also das heißt, wenn jetzt 100 Tonnen Rohreis abbleiben, ungefähr 40 Tonnen essbarer Reis über. Und das wird hier dann bearbeitet? Der Reis wird hier bearbeitet, genau, in dieser Halle? Genau. Wir haben im letzten Jahr in einer sehr kurzen Bauphase unsere Reismanufaktur hingestellt. Wir haben im Prinzip jetzt die ganze Verarbeitung da vom Reis schälen, polieren, inklusive was die ganze Qualität macht mit Farbsortierer und Abpackung inklusive Vakuumverpackung. Weil durch die Vakuumverpackung kann ich einfach die Frische garantieren. Weil der Reis hat ja die Eigenschaft, dass er Feuchtigkeit und Geruch vor der Umwelt sehr stark aufnimmt, der polierte. Ne? Und dadurch ist mir das wichtig, dass er vakuumverpackt ist. Und wenn man im Handel schaut, die qualitativ hochwertigen Reise sind eigentlich alle vakuumverpackt. Also wenn es einer mit Reis beschäftigen tut, dann wird das sicher wissen. Oder du kriegst diese Spezialsorten nicht nur vakuumverpackt in der Großmenge oder bei den Industriellen oder wie immer man das nennen mag. Aber ich habe schon vor Augen in so Spezialgeschäften, dass du einen Reis im Beutel kriegst zu kaufen, kleinen Mengen. Ja, das ist natürlich. Und schon auch, den hast du entspelzt, oder? Oder wie heißt das richtig? Ja, das geschält. Ja. Entspelzt oder geschält. Ja. Dann habe ich den im Prinzip den Naturreis, du hast das Silberhäutchen da drauf. Das heißt, der ist geschützt, das heißt, der zieht auch nicht so viel Feuchtigkeit an, oder? Nein, das ist im Prinzip eher noch problematischer, weil im Silberhäutchen die ganzen Mineralstoffe und Vitamine drinnen sind. Mhm. Und der ist natürlich ganz empfindlich, was die Haltbarkeit und das auch betrifft. Mhm. Gell? Mhm. Können wir mal reinschauen in die Halle, was mit dem Reis gemacht wird? Ja, sicher, wir können das gerne schauen anschauen. Ja? Super, weil wir haben das noch nie gesehen. Und Darum haben wir im Prinzip eine Reismanufaktur. Wir bieten ja Führungen an, Das heißt, die Leute können kommen, können sich das anschauen. Ja. Wir wollen für unser regionales Produkt einfach offen sein, transparent sein. Also die Leute sollen einfach sehen, was wir da machen, wie wir das machen. Franz, wir haben uns die Produktionsanlage angeschaut. Sie ist groß, brandneu, tolle Maschinen. Es scheint so, als ob du die Zukunft auf jeden Fall im Reis siehst. Weil die Investitionen müssen ja auch erheblich gewesen sein hier. Ja, das ist klar. Es war halt damals das so, wie ich investiere in die Zukunft. Und das war im Prinzip nachher relativ schnell klar für mich. Ich muss einfach für ein gewisses Potenzial, was ich habe, wenn ich sage, okay, ich will irgendwo um die 1000 Tonnen Rohreis verarbeiten, dann brauche ich einen gewissen Platz dazu. Und dann war die Entscheidung relativ klar, dass ich im Prinzip eine neue Produktionshalle hinstellen muss, wo ich alle gesetzlichen Auflagen auch erfülle, was Hygieneauflagen sind. Und da war es mir nachher klar, dass ich diesen Schritt gehe. Und ich habe ja, man hat ja auch Visionen, wenn man solche Ideen oder sowas probiert und sowas macht. Für mich war das immer wichtig, dass ich für die Region irgendwas mache. Zum Beispiel in der Landwirtschaft ist ja gar nicht so einfach, jetzt irgendwo ein Geld zu verdienen. Und wir sind ja so im Prinzip aufgebaut, wir haben selber auch Reisflächen, aber ich habe im Prinzip 8 Vertragslandwirte, was für mich Reis produzieren. Das heißt, und die haben ein zusätzliches Stammbein jetzt, wo sie ein bisschen Geld verdienen können und ihr Einkommen, als Familieneinkommen absichern können. Ja. Und das da in dieser Region im steirischen Vulkanland, wo im Prinzip meine Anbauflächen sind. Du und Franz und du und die ihr und die Vertragsbauern, was verdrängt der Reis dort an bisherigen Anbau, Getreide oder ich weiß es nicht? Oder ist es eine zusätzliche Geschichte? Oder ersetzt es etwas, das vielleicht durch Klimaveränderung und andere Umstände gar nicht mehr rentabel ist oder gar nicht mehr anbaufähig ist? Wie ist da die Entwicklung? Die Entwicklung ist einfach so, jeder Landwirt muss eine gewisse Fruchtfolge machen. Ich kann nicht immer Mais auf Mais bauen. Erstens verträgt es laut Ungezieferdruck, ist ja schon ein bisschen ein Problem jetzt. Das heißt, ich muss Fruchtfolge machen. Und ich bin ja ein Gebiet, wo im Prinzip bei einer Bewässerung braucht, wo im Prinzip viele Spezialkulturen angebaut werden. Und dort passt als Fruchtfolge der Reis sehr, sehr gut rein, weil ich kann da bewässern, ich habe Spezialsachen und die Landwirte sind auch das gewohnt, mit was eine spezielle Kulturführung betrifft. Ob es jetzt eine Saatmaisvermehrung ist oder Gemüsebau oder der Kren anbaut wird. Und die sind das gewohnt, dass ich da einfach mehr am Feld schauen muss, nicht nur einfach Mais oder Getreide bauen. Mhm. Das heißt, das passt in die bestehenden Fruchtfolgen als weitere Ergänzung gut rein. Genau, das passt rein. Und für die regionale Selbstständigkeit, für die Eigenversorgung und, ist es auch ein kleiner Baustell. Weil zurzeit ist es ja doch sehr aktuell, wo ich beziehe die ganzen Nahrungsmittel und. Und Reis ist ja eigentlich weltweit das wichtigste Nahrungsmittel. Reis, dann kommt Mais, noch Getreide. Also
Das ist das wichtigste Nahrungsmittel auf der Welt, ist der Reis. Ne? Du bist einer der Ersten, so wie ich das sehe, in Österreich. Es gibt im Burgenland Reis. Genau, in Österreich gibt es im Prinzip auch, so kann man sagen, drei Reisanbaugebiete, wenn man das so bezeichnen kann. 2010 habe ich die Idee gehabt, da habe ich da angefangen. Ich war in der Steiermark sicher der Erste. Von der Geschichte her ist so, um 1800 herum ist erwähnt, dass in Österreich Reis angebaut wird. Ich habe das nicht ganz herausgefunden, aber ich denke noch, es sind von der Monarchiezeiten her, wo eigentlich Ungarn dabei waren und dass diese Gebiete dort gemeint sind. Also du hast das nicht rausgefunden, wo damals der Anbau genau? Nein, es ist Österreich, ist genannt worden. In Italien wahrscheinlich. Aber eben die Gegend spezifiziert. Genau. Okay. Was Österreich betrifft, dann gibt es im Seewinkel ein paar Betriebe, die Reis produzieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der jetzt zeitgleich, ein Jahr später, vorher, das ist irgendwie so parallel gelaufen. Und um 1980 herum hat in Andau ein Gutsbetrieb auch probiert. Mhm. Die haben aber ein, zwei Jahre probiert, aber haben das wieder gleich fallen lassen. Es war anscheinend die Zeit nicht da, war einfach die Erträge nicht sind. Ist natürlich ein Hochpreisprodukt, war der Markt wahrscheinlich, war es noch zu früh, 1980 herum. Und nachher gibt es nördlich von Wien gibt's auch eine Gruppe, die was auch Reis produzieren haben. Und natürlich, die letzten Jahre haben es überall probiert. Ich habe sogar noch Tirol schon Kontakte gehabt, was Reis probiert haben. In Kärnten probiert einer, in Oberösterreich probiert das einer, heißt, in Niederösterreich. Du gibst dein Wissen auch weiter? Ja, im Prinzip schon. Ja, meine, wie schon gesagt, es ist ja wichtig. Ich habe es ja bei anderen gelernt. Genau. Und es bringt ja nichts, wenn ihr zum Beispiel mein Wissen nicht weitergebe, dann braucht ihr ein Jahr länger. Ne? Ja. Weil irgendwann kommen wir ja drauf. Ne? Also das ist, also meine Meinung ist immer das, gemeinsam kann man einfach viel, viel mehr lernen. Und wenn man da ein bisschen offen kommunizieren tut, hat eigentlich auch jeder nachher was davon, weil jeder lernt. Ne? Du und Franz, noch eine Frage an dich zum Anbau, bevor wir uns mit der Adela noch ein bisschen über den Vertrieb und das Marketing unterhalten, weil es interessiert mich. Du hast Ungeziefer vorher angesprochen. Wie groß ist der Einsatz an Betriebsmittel oder was? Wie groß ist der Aufwand, Reis, so wie ihr es hier macht, anzubauen? Wasser haben wir schon gesprochen. Dann hast du gesagt, das braucht da ein bisschen sozusagen in der Fruchtfolge, du brauchst da Wissen, ist ein bisschen mehr Aufwand als vielleicht Getreidesorten. Wie schaut es aus mit Ungeziefer oder anderen Elementen? Von Schädlingen her hat der Reis am Feld eher weniger Probleme. Das sind eher Lagerschädlinge. Ähnlich wie Mehl und die Sachen haben, wo Laufkäfer und so sagen. Okay. Das ist eher vom Lager her. Darum habe ich eine Siloanlage gebaut, wo sie belüften kann und wo es einfach perfekte Lagerbedingungen sind. Vom Aufwand her ist es ganz einfach erklärt. Im Prinzip Weizen ist also Reis, so wie wir den anbauen und kultivieren, ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich jetzt Sommergetreide anbauen würde. Also ich sah das ganz normal im Mitte April an und ernte es im Oktober. Mhm. Zusätzlich, was dazukommt, ist einfach die Bewässerung. Mhm. Natürlich sind das keine Feinheiten, wann ich gieße, wie viel ich gieße. Wie genau die Kulturführung macht, das sind so. Das muss man eben wissen, oder? Ja, für das habe ich ja 10 Jahre gelernt. Ne? Du hast keinen spezifischen Schädling, nein. Der dir jetzt gefährlich wird, dass er deinen Reis zusammenfrisst, bevor man erntet. Die Reismaus zum Beispiel. Und so. Keine Ahnung, drum frage ich. Ja, Feldmäuse gibt es sehr, sehr viele auf die Reisflächen, muss ich schon sagen. Ja. Denen schmeckt der Reis wahrscheinlich, ja. Oder? Ihr habt auch sehr viele Katzen, habe ich gesehen. Oder? Ja. Nein, gut. Das ist klar, und darum haben wir haben wir ja 3 Kühlleger, wo ich, obwohl er vakuumverpackt ist, tue ich ihn trotzdem in einen Kühllager rein, einfach, dass ich absolute, höchstmögliche Sicherheit habe, dass ich nicht irgendwo ein Schädling reinkomme, weil das ist nachher schon immer schwierig zum Bekämpfen und das um und auf. Und jeder will ja ein Lebensmittel haben, was sauber ist, was gut ist und was schön ausschaut. Super, Franz. Adele, jetzt haben wir viel gelernt und gehört und gesehen über die Produktion, den Anbau und die Verarbeitung vom Reis oder was es braucht, damit wir dann Reis verkochen können. Wie verkauft ihr denn euren Reis? Oder wir haben vorher auch geredet über Besucher auf der Manufaktur und wie reagieren die Nachbarn, die Umgebungen. Also wie teilt ihr euer Wissen und wie verkauft ihr euren Reis? Ja, sind die so neugierig wie wir und sagen, ich möchte gerne lernen, was heißt Reisanbau? Habt ihr Schulen zu Besuch? Macht ihr, weiß ich nicht, Schule am Bauernhof? Keine Ahnung. Ja, unser Wissen vermitteln wir in dem, dass wir offen sind für unsere Kunden. Sie können so zu uns herkommen, in unseren Reisshop auch direkt den Reis zu kaufen. Ja.
und sie kommen auch her und fragen. Und ich erkläre das direkt dann auch so, so spontan, wie das mit dem Reis funktioniert. Wir haben da so Anschauungsprodukte sozusagen in Gläser, wo es der Rohreis ist, die Spelze ist, wie die ganze Verarbeitungsschritte ist. Wir haben eine kleine Labormaschine, die wird dann für Führungen auch hergenommen, wo die Verarbeitung direkt im Kleinen gezeigt wird. Aus welchem Umkreis kommen die euren Kunden und sagen, ich möchte bei euch einen Reis kaufen? Ist das ein großer Radius oder sind es eher die Umgebung, Touristen und eure Nachbarn? Oder? Alles durch die Bank. Leute, also die da Touristen sehr, da sind. Ja, sehr viele Touristen auch, weil wir da in der Region noch einen Golfplatz in Klöch auch oben haben oder die Thermen Bad Rakersburg unten und viele Wanderwege haben. Bei uns zum Beispiel führt auch ein Wanderweg vorbei. Es sind viele Touristen da in der Region und die kommen natürlich auch zu uns her und lassen sich dann auch beraten. Wir diskutieren darüber, über das Thema. Das heißt, ihr verkauft also über euren Shop auch direkt und habt hier einen Online-Shop, also kann ich aus Wien euren Reis kaufen? Natürlich oder? Kann man auch in unseren eigenen Online-Shop den Reis kaufen, wenn man nicht direkt so herkommt, beziehungsweise den Reis schon kennt, kann man dann auch über einen Online-Shop dann kaufen. Habt ihr jetzt auch schon Vertriebspartner, die ihr größer beliefert? Wir haben auch Vertriebspartner auch in Österreich. Und Gasthäuser auch, die euren Reis, wir haben vorher vom Backhändl mit dem Reis genau, gesprochen. Genau, also in der Region sind doch einige Gasthäuser schon dabei, auch wo sie unseren Reis auch verkaufen, mit dem was wir auch intensiver zusammenarbeiten. Und das heißt, da wird aber auch vor Ort dann ausgewiesen, dass der Reis aus der Region ist, oder? Also das heißt, wenn ich dort esse, kriege ich das auch mit, dass das ein steirischer Reis ist. Mhm. Es steht ja auch in der Karte drinnen, dass es ein steirischer Reis ist, oder dass es Steirer Reis bei Fuchs ist. Und dann kommen natürlich auch die Gäste, wenn sie dort oben gegessen haben, und kommen dann direkt zu uns her. Ja. So, wo sind sie denn mit dem Reis? Ja. Ich will den Reis jetzt auch wieder haben. Ja, super. Erklären wir das, schauen wir das. Ja, also auf den Geschmack gekommen. Genau. Du, und wenn man vorher ist, das Stichwort Schule gefallen, macht ihr mit Schulen auch speziell irgendwie Wissensvermittlung oder kommen die zu euch im Betrieb und schauen Sie das an, die Reismanufaktur? Ja, die Schule war immer schon ein Thema für uns. Haben wir auch durch unsere Kids, also unsere Jugend, hat in der Hauptschule schon den ersten Reis angebaut in Biologie. Hat es müssen der Lehrerin zeigen. Es wächst Reis in Österreich. Schau, jetzt zeigen wir es in einem kleinen. Den Beweis. Genau, haben sogar gute Note dafür bekommen. Ja. Das ist natürlich jetzt von der Hauptschule bis in die höheren Schulen gegangen. In der Nähe ist ja eine Tourismusschule Bad Gleichenberg, oder? Gibt es mit denen eigentlich eine Zusammenarbeit? Weil die werden ja kochen, oder? Könnte man den Reis anbieten für die Schule? Sind wir auch im Gespräch schon mit der Tourismusschule auch. Aber jetzt zu den anderen Schulen, also zu den landwirtschaftlichen Schulen, also wo es jetzt da für die Produktion her selber ist. Unsere zwei Buben, die Großen, der Fabian geht ja um in Raumberg-Gumpenstein in die Schule. Also dort haben wir... Im Ennstal in der Steiermark, da haben wir auch eine Folge auch schon gemacht. Besucht für unseren Podcast. Genau, und da gibt es immer dann wieder Maturanten, die was ein Thema suchen, das was für Abschlussarbeit was durchleuchten und so. Und da haben wir dann auch schon unterstützt, oder in Wieselburg draußen, wo die Jüngere geht, also bei der Josefina. Da gibt es auch eine Abschlussklasse, die was auch eine Arbeit machen müssen, und die hat der Franz auch schon begleitet vom Anbau bis. Ja, super. Das heißt, man kann da lernen mit und für und von euch. Genau. Wir stellen unser ganzes Wissen zur Verfügung. Sie kommen daher, wir beraten sie schauen das da bei uns an, probieren das noch ein paar und das nehmen sie dann alles in die Abschlussarbeit mit ein. Und ihr kriegt aber auch dadurch vieles, also Insights oder Erfahrungen oder wissenschaftliche Aufbereitung. Keine Ahnung. Das ist für beide Seiten ein Gewinn eigentlich, oder? Und in der Region haben wir da natürlich auch dann die Kleineren mit einbezogen. Das heißt, wenn die Kindergartenkinder oder Volksschulkinder Wandertag gehabt haben, haben wir sie hier eingeladen, haben wir sie ein bisschen was zeigen können, auch am Ocker draußen, da hat der Franz gerade anbaut zum Beispiel. Da waren die Kinder ganz interessiert, wie was das funktioniert und wie das läuft und so. Super. Ja, super. Sehr, sehr spannend. Viel gelernt. Christoph, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch an euch beide. Und jetzt gehen wir in den Shop Reis kaufen. Reis kaufen. Vielen Dank. Bitte gerne. Danke für eure Zeit. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerrand.io.